Ja, hallo meine Damen und Herren. Heute schauen wir uns ein Replay von dem Tier 4 Zerstörer Shenyang an. Reimt sich sogar fast. Und sehen hier ein Dreier-Vierer-Gefecht. Also da ist er ganz gut dabei. Da sollte er keine großen Probleme haben. Auch ein neues Schiff aus dem Pan-Asia-Tech-Tree. Aber den Beginn, da geben wir ein bisschen Gas. So, jetzt könnte hier langsam was passieren, denn er ist hier auf dem D-Cap. Ja, und da sehen wir jetzt da hinten die Karlsruhe, deswegen gehen wir jetzt natürlich in die Live-Geschwindigkeit und die Derzki ist auch direkt neben ihm. Torpedos auf Torpedos, achte aus! So, die Torps, die sind für ihn mal komplett uninteressant. Aber er hat auf der gegnerischen Seite da sein Pendant mit der Shenyang. Und das ist gerade für ihn so das Ziel, auf das er geht. So, die Shenyang ist jetzt so nah, da sollte das jetzt sogar schon erledigen können. 1400 Schaden noch der Ausfall. Und wenn sie jetzt nicht schon zerstört wird, kann er sogar sich jetzt den ersten Kill sichern. Ja, und da hat er ihn. Das Thema hat er mal gemacht. 7400 Schaden und ein Kill. So geht's gut los. Karlsruhe jetzt auch sehr nah, aber kein Problem, da hat er auch nochmal schnell den abgestaubt, aber scheißegal, da kräht kein Hahn danach. Am Ende ist noch wichtig, dass, wenn man den Kill hat und sich vielleicht sogar die Krake oder was auch immer suchen kann. Der Zki hier sehr nah, ist auch offen, also auch die weiß sofort, wo er ist und das nächste Schiff ist auch hier praktisch schon ums Eck, zumindest laut Minimap war da nämlich was. Und genau da, oh ja, da ist es doch schon, die Clemson. Gut getroffen, direkt auch hier den Ausfall. Er bleibt natürlich jetzt auf der Clemson drauf, klar. Sein schlimmster Gegner aktuell. Alles andere ist deutlich weiter entfernt und es stellt für ihn erstmal kein Problem dar. Ja, und da Tschüssikowski, weg mit dir. Jetzt die Wyoming da hinten. Und die ist da recht langsam unterwegs aktuell. Schüsse sind hier gut vor ihm eingeschlagen. Alles noch okay, aber er ist wieder offen. Und er hält aber munter weiter drauf los. Scheißegal. Also der will ja richtig jetzt für die Action gehen. Der kennt da gar nichts. Mit 38 Knoten auf den Gegner drauf. Ja, da wurde er jetzt ganz ordentlich getroffen. Aber jetzt denkt er sich, scheißegal, jetzt bin ich nah genug. Jetzt schicke ich mal alle Tops raus, die ich da so am Start habe. Jetzt nochmal getroffen. Und jetzt von vorne nochmal die nächste Wyoming. Jetzt muss er da den Nebel zünden. Wir schauen mal hier die Tops, was die so machen. Bleiben hier auf der Action drauf. Die schauen nicht schlecht aus. Einer sitzt, zwei sitzen. Oh, drei sitzen. Sehr schön. Jetzt noch bei 13.000 HP. Vorhin die Wyoming. Und er bleibt jetzt hier auf der drauf. Nebelwand gelegt.
will natürlich jetzt möglichst schnell einen der beiden weghaben, weil klar, das ist natürlich ihn jetzt hier eine akute Bedrohung. 50 Sekunden, bis der Rauch dann jetzt auch zu Ende ist. Da gingen die Schüsse jetzt einfach mal in die Wolke oder in den Nebel und da hat sogar noch ein paar getroffen. Wenigstens die jetzt raus. Die nächsten Torps sind jetzt am Start. Ah, die sind gut unterwegs, die Torps. Auch der Flugzeugträger hält hier ordentlich mit. Also die Wyoming hat jetzt auch massivste Probleme. Und auch da wieder 3 Treffer, 4 Treffer, 5 Treffer und zerstört mit dem Großkaliber. Also da hat er jetzt den Wyomings mal richtig Kopfzerbrechen gerade bereitet. Aber so soll es sein. Die Langley will jetzt auch noch irgendwie möglichst wegkommen. Er ist jetzt sogar noch im Cap mit seinem Mate. Dann holen sie sich zum einen jetzt den Cap und vielleicht noch die Langley. Er braucht noch 2 Sekunden, wenn hier nichts mehr passiert. Dann haben sie den Punkt erobert und den haben sie. Aktuell 4 Verluste auf seiner Seite, 6 beim Gegner. Und jetzt auch noch dafür den Flugzeugträger zu gehen. Also das läuft alles perfekt und spielt für ihn ordentlich im so wie er das Kartenblatt bräuchte. Jetzt wurde er da getroffen, musste sofort jetzt sich heilen, denn den Brand, den wollte er jetzt nicht, beziehungsweise löschen. Macht er jetzt auch nochmal den Nebel an. Aber auch die Torps, die schauen erstmal auf den ersten Blick ganz gut aus. Ja, und da mit einem vernichtenden Schlag holt er sich seine Krake. Da hinten schon der nächste Flugzeugträger. Ja, die Torpedos sind jetzt keine Gefahr, da kommt er gut dran vorbei, aber natürlich, jeder hat ihn jetzt auf dem Kicker und ja, da hat es dann irgendwann doch nicht mehr gereicht, aber 145.000 Schaden, das ist doch aller Ehren wert für die Tierstufe, das kann man auf jeden Fall mal machen. Und jetzt muss es sein Team eigentlich nur noch nach Hause bringen, das sollte eigentlich nicht mehr das Problem sein, sein Mate hier in der Phra Ruang. Würde ich jetzt einfach mal sagen, ist da auch noch unterwegs. Auch der ist jetzt nicht vorsichtig dabei. Immer im Ballern, dementsprechend immer offen. Also vom Passiv kann man jetzt hier auch nicht wirklich die Rede sein. Der nebelt sich jetzt natürlich zur Sicherheit auch mal ein, weil klar, die Phoenix ist jetzt hier komplett auf ihn ausgerichtet. Und Phoenix darf man nicht unterschätzen. Die hat eigentlich jetzt kein so großes Problem mit Zerstörern. Sofern denn der Zerstörer vielleicht nicht unbedingt im Nebel steht.
er jetzt rausgefahren. Aber er scheißt sich da auch nichts. Ist dem wurscht. Ja, die Phoenix, die erscheint so ein bisschen mehr so im... Ja, ich weiß auch nicht. Ein bisschen ängstlich. Ballert so irgendwie in die Richtung, wird schon was passieren, aber... Also da müsste doch deutlich mehr gehen. Naja, ihm wird es ja auf jeden Fall recht sein, dass die Phoenix da so schlecht schießt. Aber wir sehen jetzt alle Caps jetzt eingenommen. Phoenix wird jetzt gleich zerstört. Und der Flugzeugträger ist auch gleich weg. Hat sich auch schon mehr als verzupft, wie man so schön in Bayern sagen würde. Und auch an der Stelle mal wieder, wie ist denn aktuell eure Meinung zum Pan-Asia Tech Tree? Die Schiffe mit ihren Tiefsee-Tops sind jetzt ja schon ein paar Tage im Spiel und dementsprechend, vielleicht hat sich der ein oder andere schon seine Meinung da bilden können. Oder ist sogar vielleicht schon im Tech Tree selber fortgeschritten. So, jetzt ist er hier auch raus, aber halb so wild, denn die Tickets laufen da sehr gut zu Lasten vom gegnerischen Team. Ja, wir sehen hier drüben die Phoenix noch mit der Horseshoe, aber das Thema ist so gut wie beendet. Damit sage ich auch schon mal vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wünsche euch weiterhin sensationell schöne Runden bei World of Warships. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.